Gott, ist der hässlich. Hast du noch was anderes? Eins, zwei, drei. Ach, eine Mütze. Was Mütze, 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 wie kommt ihr da drauf? Nicht die Firma, die ich trage. Bin ja bekennender Stetson-Träger. Und das hat angefangen tatsächlich, dass ich eine Mütze trage vor 5 Jahren zum Album Black Forest, als ich das erste Mal wieder über mein Outfit, ich glaube, ich habe mir das erste Mal in meinem Leben überhaupt Gedanken über mein Outfit gemacht. Und dann waren da solche Stetson-Mützen und die haben mir so gut gefallen, dass ich sie anhabe. Ich trage privat keine, es ist nämlich eigentlich eine Antitan-Mütze, weil eine Antitan-Mütze bedeutet, wenn ich sie anhabe, erkennen mich viele, jetzt jeder vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele. Wenn ich sie ausziehe, dann sagen sie alle, wer ist dieser hässliche, alte, dicke Mann? Und deswegen trage ich gerne Mützen. Ich weiß nicht, mit wem ihr gesprochen habt, warum ihr hier Sprühsahne habt. Ich glaube, die Geschichte kennt auch niemand. Die ist auch ein völliger Insider. Ein Freund von mir, Sevan Googlu, ein Wahnsinnspianist, der mittlerweile mit Sascha unterwegs ist, viel mit mir auf der Bühne gestanden hat. Das war so lustig, weil der so ein bisschen zugenommen hatte und wir dann immer gesagt haben, dass er wahrscheinlich, als er erfahren hat, dass er nicht von seinen Eltern ist, was natürlich nicht stimmt, sich angefangen hat, alte Süßigkeiten reinzustopfen und immer ständig mit Sprühsahne sich vollzustopfen. Und das ist eine ganz übliche Geste, die wir machen, seitdem wir, wenn wir über irgendwas sprechen, zum Beispiel so, oh, das Wetter ist schlecht. Und dann hat er immer, macht er diesen Moment nach, als er erfahren hat, dass seine Eltern Geschwister sind und dann, wie er dann quasi so die Sprühsahne nimmt und sich quasi aus Frust den Mund voll sprüht und das ganze Gesicht nur noch so reinstopft. Und seitdem ist es eine Geste auf unserer Bühne, wenn irgendwie was versaut ist, wenn er irgendwas falsch spielt, was er seltenst macht, dafür ist er zu gut, dann macht er immer und schluckt es runter. Und wir haben ihm auf der Bühne schon diese Dinger hingestellt, damit er sich dann wirklich vollpumpen kann damit. Und das ist sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ihr darauf hinaus wolltet. Wahrscheinlich nicht. Ihr kennt die Geschichte ja nicht. Das ist ein Insider. Wir könnten jetzt ja total selbstverliebt sein und sagen, ja, wir haben wahnsinnig gut recherchiert. Wir hatten sogar einen Maulwurf im Umfeld von Max Mutzke, der uns das verraten hat. Ist aber leider gar nicht so. Wir sind ehrlich. Kollege Sascha Scheuer, ein Volontär bei uns, der hat Abschied gefeiert, hat Erdbeerkuchen mitgebracht und halt eben Schlagsahne. Die stand noch hier im Studio rum. Deswegen haben wir sie Max Mutzke in die Hand gedrückt und einen Volltreffer gelandet. Passiert halt manchmal auch mal, dass wir gar nicht recherchieren müssen. DVD, kann ich auch was davon erzählen, ist aber nicht nur eine DVD, es ist Lissi und der wilde Kaiser. Da habe ich die Filmmusik dazu gemacht, damals für Bully. Und das war deswegen so lustig, weil in der Zeit, als der Film veröffentlicht wurde, gab es die Stocker Challenge. Und es gab einen Mustang bei der Stocker Challenge, den eigentlich der Bully fahren sollte. So ein fettes Auto. Und mit diesem ganzen Lissi und der wilde Kaiser Schriftzug. Und der war auch so lackiert. Und das war ein mega schönes Auto. Es war die Königsklasse der Stocker Challenge, die eigentlich ja Bully fahren sollte. Bully hat sich aber beim Qualifying schon so auer gemacht. Also er hat sich, glaube ich, irgendwo einen Kratzer geholt oder so. Dass er gesagt hat, er wird auf keinen Fall mehr in das Auto sitzen. Vor allem nicht, wenn die anderen Gestörten auch auf dem Feld rumfahren und die Autos verrotzen. Und dann durfte ich sein Mustang fahren. Und weil ich ja bei TV Total und bei der ganzen Crew so Narrenfreiheit hatte, war ich den ganzen Tag schon lange vor dem Rennen mit dem Mustang die ganze Zeit auf dem Gelsenkirchen dieser Arena da draußen auf dem Parkplatz rumgeheizt. Und am nächsten Tag, als das Auto dann ganz zu Schrott gefahren war, haben wir es vors Kino gestellt in Köln, glaube ich. Da war die Filmpremiere von Lissi und der wilde Kaiser und dann war ich da mit dem Mustang da und mit der ganzen Boxencrew und Bully. Und er hat so einen Fake-Gips angezogen, damit alle denken, er war wirklich verletzt. Und er hatte gar nichts, hat nachher dann wieder ausgezogen. Das ist die Geschichte zu dem Film. Etama. Mir kretscht sogar. Also ich meine, klar, ich bin Schlagzeuger, ich werde jetzt aber nicht spielen, das wird nämlich nur peinlich, da wird nämlich jeder Schlag analysiert von euch, das weiß ich. Ich habe angefangen mit Schlagzeug spielen, ich habe sogar ein paar Jahre Schlagzeug studiert und
Schlagzeug war viel länger mein Instrument als Gesang. Also das heißt, ich habe in den ersten Bands immer geschlagzeugt und gesungen. Und deswegen war auch der Grund, warum ich, glaube ich, bei Can't Wait Until Tonight in der Anfangszeit meiner Karriere die Augen so oft geschlossen hatte, weil ich kein Schlagzeug um mich herum hatte. Und das war schwierig zu verkraften, dass man plötzlich wirklich im Center der Bühne vorne steht und so krass ausgeleuchtet ist und alle sind hinter dir. Und es zieht sich alles plötzlich, bezieht sich alles nur noch auf dich. Aber Schlagzeug spielen ist meine, ja, mein längstes Hobby eigentlich. Mit 6 habe ich angefangen und spiele leider viel zu wenig noch. Ich traue mich auch nicht mehr auf der Bühne zu spielen. Als wir mit Casey Mello auf der Bühne gespielt haben, eine Tour, da habe ich noch Schlagzeug gespielt. Bei 3 Nummern. Aber jetzt mache ich es leider nicht mehr. Irgendwann fange ich es wieder an. Gerade wenn ich so eine alte Kretschner sehe. Also alt ist sie nicht, aber schön ist sie. Ehrwürdig ist sie. Gut klingt tut sie wahrscheinlich auch. Die schmeiße ich auch nicht weg. Ja, ein Buch. Pumuckl. Ja, Pumuckl ist natürlich, ich weiß nicht, ob das immer noch für die Kinder heutzutage und auch ganz schön mit Kindern, Kinderbuchstaben reingemalt und so. Das sieht super aus. Oben noch ein bisschen angebrannt. Ich weiß nicht, wo ihr das her habt, aber es sieht wirklich so aus, als hätte es einer von euch schon als Kind gekriegt. Vielleicht steht da sogar noch drauf, dieses Buch gehört. Claudia. Irgendeiner Claudia. Wunderschön angemalt. Wirklich wunderschön. Da stehen auch noch Sachen drin. Das ist echt das Beste. Hier durchgestrichen alles. Ich liebe solche Kinderbücher, wenn man sieht, was man da selber früher reingeschrieben hat. Pumuckl ist auch etwas, was, glaube ich, genauso, da muss ich ein paar Sachen nennen, wie Pippi Langstrumpf, Michel von Lönneberger, Bullerbü, Pumuckl. Da gibt es so ein paar, Biene Maya zum Beispiel auch, oder das Dschungelbuch, die wirklich die erste, Momo und die Stundenblume, Momo und die grauen Herren, Unendliche Geschichte 1, das sind alles solche Kinderfilme, die ich unendlich schön finde. Und wenn mich jemand fragt, was mein Lieblingslied ist, dann sind es eben die Soundtracks von den Filmen. Also allen voran Pippi Langstrumpf. Und Pumuckl ist auch ganz weit vorne. Dieses und dann geht's los und dann hast du dieses Meister Eder in seiner Schreinerei und so weiter. Und es lullt einen so ein, weil mich das immer an, selbst an so eine total gut behütete Landkindheit erinnert, wo man auf dem Sofa lag und dann bei schlechtem und gutem Wetter mal, wenn man gucken durfte, wir haben nicht so viel geguckt, aber wenn, dann war es das Schönste. Also Pumuckl ist super. Aber ich bin nicht Pumuckl. Gott, ist ja hässlich. Hast du noch was anderes?